Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Mit dabei ist auch der gute Momo, sag mal hallo. Moin. Und was ihr hier seht, Freunde, Mario Kart 8 Deluxe ist endlich da, Freunde. Gestern im Livestream schön 60 Minuten gespielt. Warum nur 60 Minuten? Nintendo hat uns so einige Vorlagen gegeben, wie wir das Spiel jetzt erstmal in Zukunft vor Release behandeln dürfen. Das heißt, wir durften 60 Minuten streamen. Und dieses Video darf jetzt nicht länger als 15 Minuten gehen, dieses Gameplay hier, Freunde. Mario Kart 8 Deluxe, ich bin stolzer Besitzer hier schon, Freunde. Alles ist da. Ich weiß, einige YouTuber haben es auch schon jetzt vorher bekommen. Ich hatte es irgendwie 2 Tage in meinem Briefkasten. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich dachte, es kommt als Paket. Aber nein, es war im Briefkasten. Deswegen auch erst jetzt, beziehungsweise erst gestern der Livestream, Freunde. Seht her, guckt euch mal nur dieses schöne erste Deckblatt hier an. Guckt mal hier diese Bilder, Freunde. Wie geil, hier, zack, guck mal, hier in der Garage, ist auch richtig geil. Übrigens, wenn man jetzt so privates Spiel macht, ist man immer in der Garage, in der Wartelobby und so. Gibt's richtig coole Sachen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Rennen, denn wir haben ja jetzt 2 Items, neue Charaktere sind da. Und der Battle Mode, Freunde, wir müssen uns den Battle Mode reinziehen. Deswegen jetzt erstmal ein kleines Game hier. Zack. 150 natürlich. Wen nehmen wir denn jetzt hier zum Beispiel? Nehmen wir einfach mal hier den silbernen. So, hier mal standardgemäß hier. So, warten, Freunde, wir müssen warten. 15 Minuten, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon 1 Minute 45 genau schon verplempert. So, gib Gas, komm. So, da wird erstmal Mario Kart 8 Deluxe erstmal ein Döschen geöffnet, Freunde. So. Momo, wie fandst du das Spiel denn gestern im Livestream? Du konntest ja nicht spielen, aber du warst ja mit dabei praktisch, weißt du? Also ich fand's auf jeden Fall nice, dieser Battle-Mode hat's mir ein bisschen angetan. Der ist geil, Münzjagd, ne? Und sowas halt, ne? Es gibt, wie viel gibt's denn da? Hast du gestern gesagt, 4, 5 verschiedene, ne? War das da irgendwie? 5 oder 3 verschiedene, Freunde, Battle-Mode, Münzenjagd finde ich richtig geil zum Beispiel. So. Auf jeden Fall auch mit der Crew halt, ne? Das habe ich Bock drauf. Firehoppen kann man ja angeblich nicht mehr, wir werden es gleich nochmal für euch testen. So, warte mal. Guck mal, hier sind die Double-Items, so, zack. Jetzt habe ich sowieso schon die rote jetzt vorher gehabt, den roten Panzer. So, einen Moment. Zack, guck mal hier, wenn ich jetzt abschmeiße alles und hier, bupp, dann bekomme ich gleich 2 Items oder wenn ich nur eine Kiste aufsammle, dann wie gesagt nur 1 und dann kann ich noch das zweite nachladen mit einem anderen Item, wenn ich es aufsammle. Hier eine Bombe. Bam. Ich würde mal gern Firehoppen, also die Bewegung kann man machen. Ah, da war jetzt eine Banane im Weg. Pass auf, jetzt gleich nochmal. Hat man ja gestern auch im Stream gesehen. Ich glaube, der Boost kommt nicht so richtig, ne? Man kann zwar ja, es ist eigentlich ganz Movement, komisch aber, so, ja. So. Zack. Gleich wieder 2 Items aufsammeln. Ah, guck mal, hier ist das schön. Ah, eine Münze so als zweites Item bringt natürlich nicht viel. Aber 3 Bananen sind schon mal da. Und Freunde, nicht wundern, wenn über mir mal ein Gespenst kommt. Der kann mir nämlich meine Items klauen. Hatte ich auch schon im Livestream gehabt. Klaut man die denn? Oder so. Sind die, wechselt das bloß für den Gegner aus? Oh, ich glaube, das wird gewechselt. Ich weiß gar nicht, weil dann hatte ich plötzlich andere Items. Ich glaube, das wird dann gewechselt. Habe ich gestern nämlich auch gesehen gehabt. Also grafisch und so, da hat sich jetzt nichts geändert, aber uns kam gestern irgendwie vor, als wenn die Bewegung, ich weiß nicht, ist das alles Kopfsache, labern wir Scheiße, weiß, oh nein, da kommt eine blaue, ich glaub's nicht. Es war flüssiger, fand ich, ne? Flüssiger, ne? Irgendwas anders, Freunde. Aber guckt doch mal den Vorsprung, Freunde. Guckt ihn euch an. Ja, erster gegen Bots, man kennt ihn. Ja, Freunde, das war jetzt einfach mal das Rennen. Ich würde sagen, wir brechen hier das Rennen ab und wir gehen jetzt gleich mal in die, sag schnell. Schlachten. Ballonschlacht. Räuber und Gendarmen gibt es. Dann gibt es noch Münzenjagd. Und noch irgendwas anderes. Pass auf, wir checken das mal hier kurz ab. Warte mal, zack, mal alles rausgehen hier. Ich werde auch hier keine Cuts machen, Freunde. Alles uncut, denn ihr sollt sehen, Menü, wie geht man raus. Ihr sollt einfach alles vom Spiel sehen. Ich will euch hier nichts verheimlichen. So, guck mal hier, du hast 60 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Sehr geil. Darauf freue ich mich auch. Einfach mal wieder alles freispielen so. Das wird geil, Freunde. Und markiert euch, Freunde. Am Freitag, diesen Freitag, gibt es einen 12-Stunden-Livestream auf meinem Twitch-Kanal mit Mario Kart 8, Freunde.
heftigste Giveaways werden dabei sein. Ich werde eine PlayStation verlosen, dann auch mal eine Xbox und so. Und mal gucken, was meine Sponsoren Case King noch alles mit raushauen können. Das wird alles noch abgeklärt, Freunde. Aber 12 Stunden Livestream, merkt ihn euch. 12 Uhr geht's los bis 24 Uhr mindestens, Freunde. Also gehen wir jetzt hier nochmal in die Schlachten. Pass auf, hier, zack. Guck mal hier. Da bleiben wir einfach hier bei unserem Metall-Mario. Ah, hier was freigespielt, einen neuen Schirm, okay. So, ich frag mich mal, ob die extra... Guck mal hier, Münzenjagd haben wir, Münzenjäger. Dann haben wir hier noch Insignen Diebstahl, was auch immer das heißt. Insignieren. Insignieren Diebstahl. Zufallsschlacht haben wir hier. Dann haben wir hier Ballonschlacht, Räuber und Gendarm haben wir hier. Bombaufwurf. Guck mal, gibt's 1, 2, oh, ah, voll. 2, 3, 4, 5. 5? Warte, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verschiedene Modis, Jungs. Münzenjäger finde ich richtig geil. Der die meisten Münzen hat und gewinnt einfach, ganz simpel. Und Kampfkurs, Freunde, guck mal hier, da steht's auch nochmal. SNES, die gab es schon zu Schlachtzeit mal Super Mario Kart bei SNES. Geilstes Spiel. Ich habe übrigens auch das Originale, pass mal auf. Während es hier lädt, pass auf. Habe ich sogar noch als VGA Original verpackt, Freunde. Das allererste Mario Kart. Das war meine Kindheit. Ich hab's geliebt, Freunde. So, auf geht's. Pass auf. Man kann dann auch Rundenzeit einstellen. Hin und her. Das ist echt wandelbar hier, das Ganze. So viel Schlachtmodis, Freunde. Das ist echt fast wie so ein neues Spiel. Weil man hat ja gedacht, guck hier. Und die Münzen stapeln sich dann über den Kopf. Das seht ihr gleich bei meinen Gegnern. Und das Geile ist auch, Freunde... Hier, guck mal, man kann hier rauf. So auf Taktik und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wird ganz geil so in Zukunft. Sagen wir hier, so ein bisschen rumtricksen hier. Ich meine, jetzt ist es gerade nicht wichtig so, aber wisst ihr, wenn man im Schlachtmodi ist mit Freunden, kann das, glaube ich, richtig spannend sein. Wenn man da oben so rumfährt. Wenn man nicht erwischt wird. Ah, habe ich die Münze nicht aufgesammelt. Ich Vollidiot. So, pass auf. Wo sind jetzt die ganzen Münzen? Aber ich dreh gleich durch, ey. Das gibt's nicht. Ich habe immer noch keine Münze aufgesammelt, ey. Im Test lief es so gut wie immer so. Jetzt typisches Vorführeffekt hier. So. Einfach mal eine Bombe rein. Boom. Da seht ihr die Münzen, meine ich, die ihr dann über den Kopf haben. Und wenn ich jetzt zurückfahre, warte mal. Liegen ja die ganzen Münzen da. Ja, okay. Nicht mehr so viele. So, jetzt, da sind die schon wieder weg, seht ihr? Das finde ich aber auch geil, das ist nicht ganz einfach. Und wenn ich die den Leuten hier aus dem Weg geben will, mache ich so. Da nehmen wir eine Münze mit, zack. So, 4 Münzen haben wir. Ich hatte in meinem letzten Spiel 17 Münzen oder so. Das war, auch bei den Gegnern sah das richtig krass aus, Freunde. Dann stapeln sich die Münzen so über den Kopf, da seht ihr das schon mal so. Aber da geht noch viel mehr. Also. Wenn ich die abschieße, verlieren die Gegner natürlich die Münzen. Oh. Also ein Boomerang ist gemein in so einem Modus, ey. Einfach mal willkürlich schießen. Oh, eine Feder, die ist richtig geil. Oh, hier sind Münzen ohne Ende. Ah, da wurden sie mir schon weggenommen. Wenn ich jetzt mit einer Feder über jemanden springe... Ah, ich habe die Krone, Freunde, das heißt, ich bin Erster. Sehr gut. Ah, weg. Jetzt habe ich sie wieder. Und pass auf, warte. Ah, na, schade, verpasst. Das war richtig schlecht gemacht, Freunde. Aber egal, ich bin noch Erster. Krone ist da. Ich fahre einfach mal hier im Kreis. Krieg alle Münzen hier, guck mal. Und, warte. Hier können wir mal jemanden richtig ärgern hier. Bam, ihn hier. Ah, fuck. Boom. So, den haben wir mal mitgegeben. Ah! Oh, das war knapp. So, Freunde. Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt halt gerade mit Bots, ne? Wenn man mit Kollegen spielt, da ist das Ganze viel, viel geiler. So. Oh, habe ich einen erwischt, geil. Ah, geil, guck mal, so ein Boost für zwischendurch.
So, Freunde, kann sein, dass ich jetzt gleich essen. Auch wieder eine Feder, ich will über jemanden springen. Ah, eine Sekunde nur noch. Schade, Freunde. Ja, das war der Münzenmodus. Erster geworden. Ich weiß, sind nur Bots. Aber glaub mir, mit Kollegen wird es richtig, richtig Spaß machen, Freunde. Es wird richtig, richtig geil. So, machen wir gleich mal den nächsten Modi, Alter. Warte mal. Pass mal auf, was haben wir denn hier noch? Wie viele Minuten haben wir jetzt? Oh, 10 Minuten schon, Freunde. Oh, 10 Minuten. Nehmen wir nochmal einen Modi hier. Schlacht. Münzenjäger. Was ist das eigentlich? Was muss ich da machen? Ich weiß das nicht, Freunde. Ist auch keine Anleitung, nichts. Wollen wir das einfach mal nehmen? Zufallsschlacht. Ballonschlacht ist Standard. Das ist auch interessant, ey. Da musst du die Leute wahrscheinlich jagen. Da machen wir mal Räuber und Gendarm. Oder? Was ist das jetzt? Das würde mich mal interessieren. Lass mal. Na komm. Weißt du, hier die Splatoon-Map nehmen wir einfach mal, Freunde. Das wird mich jetzt mal interessieren, was das ist, was ich machen muss. Ich hoffe, das steht dann noch irgendwie so auf Krampf kurz. So, da ist der Riesenstern. Den muss man kriegen oder was? Und wie viele man davon bekommt, hat gewonnen. Also der die meisten ergattert hat. War richtig so auf Splatoon. Schon geil gemacht, ey. Ich glaube schon. Man muss einfach diesen Riesenstern bekommen. Ah, Fehlstart. So. So, guck mal hier eine Feder. Schon mal was Geiles. Frage, wo ist der Stern? Ach, da oben ist der Dings. Ich bin viel zu weit weg. Warte, da. Guck mal, warte mal. Ah, ne, er hat ihn, aber muss man ihn kriegen wahrscheinlich, ne? Warte mal. Das ist hier wie bei Halo mit dem... Bam! Geil! Gut gemacht. Krone ist da. Kurz mal die Feder genommen. So. Ah! Warte. Aber wie die jetzt alle auf mich geiern, Freunde. Krass. Wie gesagt, mit Kumpels wird das so Laune machen. Alle wollen sie jetzt von mir, was hier? Ah, da stehen auch die Sekunden. Okay, nur noch 8 Sekunden habe ich gewonnen. 7. Aua. Oh. Was für ein Regen. Das, ja, geil. Guck mal, schon gewonnen das Ding. Geil. Aber das ist ein richtig geiles System. Was meinst du, wenn ihr das mit Freunden spielt, wie krass es einfach wäre? So, wie viele Minuten? 13 Minuten. Komm, ein so ein Game geht noch. Komm. Auf Krampf mal hier kurz. Das war echt sehr geil, ey. Das hat mir gefallen. Na, Momo, bist du leise? Kannst du nicht spielen? Ja, hör zu, ich kann nicht mitmachen, Alter. So. Ja. Halt Battle Mode, das wird so geil. Das ist wird richtig echt geil. Drauf. So, ich hab's auch schon vorbestellt jetzt, Jungs. Ich bin, dann, ja, ich bin schon gehypt drauf. Übrigens, Freunde, Momo, erzähl mal da mit deinem Arma-Server. Du wolltest doch nochmal was raushauen da. Erzähl doch mal ganz kurz. Achso, stimmt. Jungs, ich habe jetzt einen Arma-Server aufgemacht. Einen Tanoa Live-Server. Mhm. Das heißt Roleplay und sowas. Die Arma-Jungs, die Kinder, die wissen ja da Bescheid. Wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Ich werde das mal, Uwe, mal die Links und sowas geben. Da kann er ja gerne mal unten rein, wenn er das machen will. Ja, ganz unten oder eventuell gar nicht in der Videobeschreibung. Ganz unten angepinnt. Wer Bock hat, kann gerne mal vorbeischauen. Wir suchen natürlich viele Spieler, Polizei, Cops, ihr wisst da Bescheid. Wer Bock hat, gerne mal vorbeischauen. So, Freunde, nur noch 1,5 Minuten, nicht mal. Bam, so, auf geht's, jetzt komm. So, pass auf. Mann, kennt ihn, ich hab ihn verpasst, ich Vollidiot. Meine Fresse war das schlecht. Wo ist das Ding jetzt? Da. Guck mal, alle auf Krampf hinterher, seht ihr? Den muss man dann abballern, bam. Ja, jetzt fliegt er, ich dachte, ich kriege ihn. Oh nein, jetzt fliege ich da umher, Digga. So, Freunde, ich muss achten, dass wir die 15 Minuten nicht überschreiten. Ah, Freunde, nur noch 30 Sekunden. Das war's jetzt erstmal mit Mario Kart 8 Deluxe, Freunde. 39, 40. Ah. Irgendwie schade, ne, wenn man so hält, so. Ja, schade, ich achte jetzt auch nur noch auf die Zeit. Freunde, das war's von Mario Kart 8 Deluxe.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt natürlich einen fetten Daumen nach oben. Ich freue mich extremst auf das Spiel, Freunde. In diesem Sinne, haut rein und ciao. Ciao.